So, hallo Jasmin, freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast, dass wir hier heute mal gemeinsam ein Video aufzeichnen können. Du hast hier ein Jahr lang um deine Kinder gekämpft. Wie ist da aktuell die Situation? Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Hallo Klaus, danke für die Einladung Gerne. heute. Ich bin, also derzeit sind meine Kinder wieder bei mir. Und ich habe das ganze Theater mit dem Jugendamt abgeschlossen. Genau. Okay. Ich bin Mama von zwei Kindern. Die sind aktuell 10 und 8 Jahre alt, weil beide im Januar geboren sind. Und ich bin 33. Okay, schön, danke. Seit wann sind die Kinder wieder da? Seit wann waren sie weg? Wie hat sich das Ganze so entwickelt? Also meine Kinder sind zurück seit dem 25. Oktober 2021, und weg waren sie im Dezember 2019. Okay. Sie waren in der Pflegefamilie, da ich in Haft musste. Ich bin verurteilt worden zu 16 Monaten Haft wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Meine Schwester konnte sich um die Kinder nicht kümmern, die war einfach überfordert mit dem Ganzen. Und dann sind meine Kinder in eine Pflegefamilie gekommen. Okay. Genau. Also das war jetzt dann sozusagen ab Dezember 2019. Genau. Wann hättest du eigentlich wieder mit deinen Kindern in Kontakt sein wollen? Eigentlich im Februar 2021. Okay, da warst du dann wieder aus der Haft entlassen Genau. und hättest eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Das heißt also, es war soweit alles vorbereitet. Du hast auch Wohnung gehabt. Es wäre an der Stelle jetzt kein Thema gewesen, dass man dir auch an dieser Stelle zügig wieder die Kinder zur Verfügung stellt. Nein, es war auch damals so, es war ja von mir freiwillig, da ich alleinerziehend bin. Mit dem leiblichen Vater besteht kein Kontakt seit fast 7 Jahren. Also der interessiert sich auch nicht für die Kinder. Das hast du mal erzählt, ja. Genau. Und mir blieb leider nichts anderes übrig. Mein damaliger Partner war Dauernachtschichtler, also oder ist Dauernachtschichtler. Wie sollte er das machen? Der Große, gerade zweite Klasse, die Kleine noch im Kindergarten. Er muss schlafen, weil er arbeitet wirklich die ganze Nacht. Er kommt morgens 6:30 erst heim. Am Anfang hat sich meine Schwester eben dazu bereit erklärt und hat gesagt, okay, gut, ich nehme die Kinder. Gegen meine Kleine ist sie aber nie angekommen. Also die ist an dieses Kind nicht rangekommen, weil die Kleine einfach Mama-Kind ist. Meine Schwester ist dann auch schwanger geworden und hat dann auch gesagt, Jasmin, es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Deine Kinder, ich kann sie bei mir nicht lassen. Ich bin aktuell auch wieder schwanger. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, durch das, dass ich niemanden habe, aus der Familie einfach, der mir da helfen oder helfen hätte können, habe ich mich dazu bereit erklärt, anstatt die Kinder in ein Heim zu geben, dass ich gesagt habe, also die beiden kommen nur in der Pflegefamilie. Ansonsten sträube ich mich dagegen. Also es war von mir eine freiwillige Sache, habe das auch unterschrieben, dass die Kinder in der Pflegefamilie kommen. Die sind dann zuerst in so eine Notpflegefamilie gekommen. Die haben sich dann aber ganz schnell bereit erklärt und gesagt, wir behalten die Kinder, solange du in Haft bist. In diese ich sag mal, Pflegeunterbringung, genau das war ihr Hilfe zur Erziehung in dem Moment, ist von mir auch reingeschrieben worden, bis zum Tag meiner Haftentlassung. Dann wird das Okay. beendet, genau. Das wäre dann im Februar 2021 gewesen. Genau. Da war dann für dich auch die Erwartung so, jetzt ist alles erledigt, jetzt hole ich mir auch meine Kinder wieder zurück. Was ist Genau. dann passiert? Also ich hatte während der Haftzeit regelmäßig Kontakt mit meinen Kindern. Am Anfang durften die ja auch kommen. Dann kam aber Corona dazwischen und sie konnten mich nicht mehr besuchen.
Somit habe ich dann mit meinen Kindern wöchentlich telefoniert. Wir hatten dann Video, also per Skype haben wir telefoniert miteinander. Wir haben geschrieben, ich habe Bilder gemalt. Ich habe immer wieder Briefe gekriegt von meinen Kindern. Und dann hätten ein Kind mit Begleitperson, weil ja beide unter 14 sind, hätte ich nur eine Stunde im Monat gehabt mit Trennscheibe wegen Corona. Also es waren die Corona-Maßnahmen während der Haft mit Maske. Und ich habe gesagt, ich kann das meinen Kindern nicht antun. Wenn ich mein Kind sehe, dann will ich mein Kind in den Arm nehmen. Somit habe ich meine Kinder halt ein Jahr nicht live gesehen. Okay. Also von Körper zu Körper. Also ich konnte meinen Kindern nicht in den Arm nehmen, sondern einfach nur per Telefon oder Video. Und ich habe dann mit der Pflegemutter telefoniert und habe gesagt, so, ich bin wieder da, ich möchte meine Kinder sehen. Wollte das dann aber am Anfang erst einmal für 2 Stunden, erst einmal, ich will mal kommen, ich will Zeit mit euch verbringen. Ich habe euch ein Jahr nicht gesehen, live, ich weiß nicht, wie groß ihr seid, ich hab viel verpasst. Das heißt, du hast in der Phase auch viel Rücksicht genommen, dass es für die Kinder entsprechend, ich sage jetzt mal, organisch sich wieder neu entwickeln kann. Genau, ich wollte auch nicht von jetzt auf morgen, sondern ich wollte einfach einen halben Tag mit meinen Kindern verbringen. Die Pflegefamilie hat da oder die Pflegemutter im Allgemeinen, die hat daraufhin beim Jugendamt angerufen und hat gesagt, so, die Frau Hartl ist ja raus und sie will ihre Kinder wieder haben. Und dann kam das Ganze ins Rollen. Dann gab es 2 Tage später gab's einen Termin beim Jugendamt, genau. Ich bin an einem Mittwoch entlassen worden, am Freitag gab es einen Termin beim Jugendamt. Und die haben mich dann gefragt, wie ich mir das Ganze so vorstelle. Habe das denen dann auch gesagt, dass ich das langsam aufbauen will, dass ich mir das Ganze jetzt erst angucken will. Ich will Kontakt zu meinen Kindern haben. Ich möchte das Ganze langsam angehen lassen und die nicht von heute auf morgen rausreißen. Von mir aus, mein Vorschlag war dann einfach, dass ich sie bis zum Schuljahresende, weil die Kleine war da derzeit in der 1. Klasse, sich sie bis Schuljahresesende da dorten lasse und sie dann in den großen Sommerferien zurücknehme, aber ich bis dahin meine Kinder von Freitag bis Sonntag haben möchte. Genau. Daraufhin kam vom Jugendamt das Thema auf begleiteter Umgang. Sie haben das alles schon in die Wege geleitet. Das ist wöchentlich 2 Stunden. Genau. Okay. Ich habe mich einen Gerichtsbeschluss oder sowas gab es für dieses Thema in dieser Phase gar nicht. Das hat einfach das Jugendamt festgelegt. Wie war da eigentlich die rechtliche Situation? Sorgerecht, habe ich verstanden, ist bei dir. Ja. Ist also auch während dieser Haftzeit nicht irgendwo ein Ergänzungspfleger oder sonst irgendwo jemand bestimmt worden, sondern du hast von Anfang an durchgehend das Sorgerecht für deine beiden Kinder gehabt. Ja, genau. Okay. Und trotzdem sagt das Jugendamt dann an dieser Stelle, Sorgeberechtigter darf hier nicht agieren und begleiteter Umgang. Ja, genau. Ich habe mich dann daraufhin einlassen und habe gesagt, okay, gut, sehe ich ja irgendwo ein. Ich habe meine Kinder ein Jahr lang nicht gesehen. Ist in Ordnung. Einfach das Annähern wieder. Okay, aber dieses, wie soll ich es ausdrücken, begleiteter Umgang, weil eine Gefahr von dir ausgeht, kann es ja nicht sein, denke ich jetzt mal. Sondern, ich meine, es war dann irgendwo als Anbahnung oder war es einfach nur eine Art und Weise, Jugendamt wollte nicht, dass du hier zu intensiven Kontakt zu deinen Kindern aufbauen kannst. Ja, die hatten da, also meiner Meinung heute nach, hatten die da von Anfang an einen Plan und den wollten die durchziehen. Also die wollten Macht demonstrieren mir gegenüber. Damit sind sie halt einfach leider nicht durchgekommen. Oder Gott sei Dank nicht durchgekommen. Sind wir mal froh, ne? Leider für sie, aber Gott sei Dank für mich. Okay, also das war so der Bereich Februar, März, würde ich mal vermuten, oder? Genau. Ich habe dann, also man hat dann auch geredet miteinander und ich habe dann gesagt, okay, gut, ich lasse mich darauf ein. Ist eine freiwillige Sache von mir. Ich hätte auch am Tag meiner Entlassung
bei der Pflegefamilie vor der Tür stehen können und meine Kinder einfordern können. Mhm. Wäre nichts passiert, selbst wenn sie die Polizei gerufen hätte, das Recht war auf meiner Seite. Okay. Aber ich habe den Kindern zuliebe einfach getan. Mhm. Wieder einen Abbruch und sich auch langsam darauf vorbereiten. Mhm. Genau. Und dann war eigentlich das Gespräch, man erhöht das Ganze dann nach 4 Wochen. Also es gibt dann nochmal ein Gespräch. Und dieses Gespräch ist erst im April gewesen, auf okay. Nachhaken von mir. Gab es dann nochmal ein Hilfeplangespräch. Mhm. Genau. Zu diesem Zeitpunkt, also bevor dieses Hilfeplangespräch war im April, nochmal kurz dazu zu den Umgängen. Die waren immer wöchentlich 2 Stunden. Okay. Die Kinder und ich. Am Anfang waren wir bei schlechtem Wetter, konnten wir nicht rausgehen. Somit haben wir gesagt, wir nehmen das Angebot an vom Jugendamt. Die haben eine Außenstelle. Die hätten da einen großen Raum zur Verfügung. Das war dann, den Ort haben wir vorhin noch nicht genannt. Das ist das Jugendamt in Friedberg. Das Jugendamt Eicher-Friedberg, genau. Okay, und die Außenstelle war dann Friedberg. Genau, die Außenstelle ist Friedberg. Mhm. Und die Sachbearbeiterin vom Jugendamt, sitzt die dann in Eicher-Friedberg oder in Friedberg? Die sitzt Eicher... in Bitte? Die sitzt in Eicher-Friedberg. Also das ist okay. Ein Landkreis, der heißt halt Eicher-Friedberg, aber die Stadt, wo das Jugendamt ist, ist Eichach. Mhm. Okay. Ja. Und die Pflegefamilie war dann in der Nähe von Friedberg? Die waren in Friedberg, genau. In Friedberg. Und ihr Ortsteil gehört zu Friedberg. Mhm. Also okay. Alles Landkreis Friedberg. Okay, das hast du jetzt gemacht im Bereich April 2021, schlechtes Wetter. Habt ihr dann auch die Räumlichkeiten vom Jugendamt nutzen dürfen für den begleiteten Umgang? Genau, den haben wir 3 oder 4 Mal benutzt, die Räumlichkeiten, weil es wirklich schlechtes Wetter war. Ansonsten waren wir nur draußen. Die vom begleiteten Umgang, das waren, im Nachhinein habe ich das erst rausbekommen, die waren spezialisiert oder sind spezialisiert auf drogen- und alkoholabhängige Elternteile. Also das okay. ist eine Suchtberatung. Die sind darauf spezialisiert von Delta e.V. Okay. Ich wusste nicht, warum, also ich habe noch nie irgendwas mit Drogen oder Alkohol zu tun gehabt. Mhm. Wusste ich nicht, warum. Hat mir auch damals keiner gesagt, bis ich da einfach nachrecherchiert habe. Genau. Okay. Die Damen vom begleiteten Umgang, das waren 2 Stück. Die eine war einmal bei mir zu Hause, hat sich das Ganze angeguckt, hat dann auch gesehen, wie wir leben oder mhm. davor schon gelebt haben. Und hat dann auch gemeint, mal Frau Hartl, ich wüsste nicht, dass da irgendwie was wäre, dass man sagt, man kann sie nicht, also sie hat eigentlich nichts gefunden, was mir gegenüber schlecht mhm. ist. Hast du irgendwie mitgekriegt, ob die auch irgendwas berichtet hat oder ist es für dich nicht zur Kenntnis gelangt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Da hast du nichts mitbekommen? Mhm. Nein, ich wusste davon gar nichts. Okay. Und dann ging es dann aber in dieses Gespräch, was du eigentlich schon im März haben wolltest, hat dann irgendwann im April stattgefunden. Genau. Das heißt also, da wolltest du den Umgang weiter ausweiten, wolltest du mehr Kontakt zu deinen Kindern. Ja, genau. Meine Kinder haben zu dem Zeitpunkt auch schon immer wieder gesagt, oh Mama, die 2 Stunden, das ist immer so schnell rum und ja, auf jeden Fall. Aber darf ich noch kurz erzählen, so davor? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Alles gut. Davor war das so, also die vom begleiteten Umgang, die war einmal bei mir. Bei der Pflegefamilie war sie wöchentlich zu Hause. Mhm. Hat einen Kontrolltermin gemacht. Bei mir waren sie genau ein einziges Mal, danach nie wieder. Dann hat es auch geheißen, naja, wir besprechen einmal in der Woche so nach dem Umgang, wie es war, was man verbessern könnte, wie es mir damit geht oder wie es die Kinder geht eventuell. Es gab aber nie etwas. Und somit sind wir darauf verblieben, dass wir einmal im Monat telefonieren miteinander. Mhm. Sollte
Dringendes oder Dramatisches sein in diesem Moment während den Umgängen, telefonieren wir natürlich noch am darauffliegenden Tag. Mhm. Soll nicht sein, besprechen wir uns einmal im Monat, wie es gelaufen ist und was so gibt. Auf jeden Fall gab es zwei Telefontermine. Und bei der Pflegefamilie waren die wöchentlich. Okay. Dann zu diesem besagten Jugendamttermin. Der war dann im April. Ich war zu dem Zeitpunkt mit einer Mittelohrentzündung krankgeschrieben. Also ich hatte eine schwere Mittelohrentzündung mit Antibiotika. Mir ging es nicht gut. Habe auch den Termin mit meinen Kindern abgesagt, also den Umgang, weil ich mich nicht aufrecht halten konnte. Mhm. Habe dann im Jugendamt angerufen und habe gesagt, ich muss diesen Termin unbedingt verschieben. Ich kann nicht, es geht nicht. Also ich muss mich da reinschleppen. Ich nehme Antibiotika, ich bin krankgeschrieben. Dann hieß es nur, ist nicht, Sie müssen antanzen. Ich habe mich reingeschleppt. Also ein guter Kumpel ist da mit mir hingefahren, sagt er, weil du kannst da nicht alleine, wenn es dich zusammenlässt und du kriegst, hast einen Kreislaufzusammenbruch, sagt er, dann liegst du da auf der Straße, es geht einfach nicht. Meine Meinung war eigentlich, oder so davon bin ich ausgegangen, dass auch die Pflegemutter da dabei ist an diesem Tag. Mhm. Die haben sie aber 2 Stunden, bevor mein Termin war, ins Jugendamt bestellt. Die hatten mit ihr ein Einzelgespräch. Da war dann Delta e.V. dabei und die vom Jugendamt, die Dame. Die ist mir dann auf dem Parkplatz begegnet, die Pflegemutter, und sagt zu mir, stell dich auf was ein. Ich dachte mir, auf was soll ich mich einstellen? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Warum auch? Mhm. Bin dann ins Gebäude rein, bin dann auch in diesen Raum mit rein. Und dann ging es schon los. Also Frau Hartl, wir sind ganz ehrlich, wir sehen die Kinder nicht bei Ihnen und auch nicht in der Pflegefamilie. Und dann wollte ich wissen, warum. Weil bis dato gab es nichts, was ich hätte wissen sollen. Und dann wurde mir vorgeworfen, an meiner Tochter sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Du. Diese Themen wurden mit mir niemals beredet. Also ich wusste davon gar nichts. Ich wollte dann wissen, wie die da drauf kommen. Wollte das auch begründet haben. Dann hat es nur geheißen, meine Tochter hätte sich mehrmals sexuell befriedigt. Eine 6-Jährige. Beziehungsweise 7-Jährige zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte das Ganze eben begründet haben, wie oder was ich darunter verstehen soll. Wie eine 7-Jährige sich bitte... Oder wie ich das Ganze verstehen soll, eine 7-Jährige befriedigt sich selbst. Daraufhin kam dann nur, nee, sie haben sexuelle Übergriffe begangen an ihren Kindern und wenn sie es nicht waren, dann war es irgendjemand anders. So, und dann sage ich, okay, dann sagt sie, ja, wir sehen die Kinder nicht bei Ihnen und auch nicht in der Pflegefamilie, sondern in einer stationären Einrichtung. Ich habe sie dann gebeten, mir das zu wiederholen, was sie gerade eben gesagt hat. Das hat sie dann auch getan. Ich habe meine Tasche genommen, habe den Stuhl in den Tisch reingeschoben mit ein bisschen mehr Gewalt. Mhm. Mehr Hilfe. Und habe gesagt, so, Thema hiermit beendet. Ihr hört von meinem Anwalt. Und bin gegangen. Okay. Genau, ich habe dann sofort meinen Anwalt angerufen. Zu dem Zeitpunkt war das mein Strafverteidiger. Und dem sei Kollege, der hat mit mir auch schon zivilrechtlich mal was gemacht. Der hat dann zu mir gesagt, mein Strafverteidiger, ruf bei ihm an, der kennt sich aus, der ist Familienrecht, der hat das drauf, telefonier mit ihm. Ich habe dann mit ihm telefoniert, habe ihm das dann auch Ganze erzählt. Dann sagt er zu mir, ich soll ihm doch bitte die Nummer von der Jugendamtmitarbeiterin geben, das habe ich dann auch gemacht. Er hat dann mit ihr telefoniert und hat mich dann wieder zurückgerufen und hat gemeint, naja, das, was die gerade ihm erzählt hat, hört sich schon ganz plausibel an. Er würde aber mit mir den Weg gehen, wenn ich sage nein, dann muss ich mich auf eine Gerichtsverhandlung drauf einstellen, sage ich, weiß ich, diesen Weg gehe ich auch. Mhm. Und er hat dann auch, also er hat ausdrücklich zu mir gesagt, egal wie du dich entscheidest, ich gehe diesen Weg mit dir. Okay. Egal
wie es ausgeht, ob gut oder ob schlecht. Dann kam es irgendwo zur Gerichtsverhandlung. Genau. Er hat dann der Frau vom Jugendamt, wieder der Frau Christons, mitgeteilt, dass ich nicht unterschreibe, dass meine Kinder ins Heim gehen. Die hatten ja schon einen festen Platz, also hinter meinem Rücken haben die schon einen festen Platz zum 1.7.21 für beide Kinder gehabt. Okay. Ohne dass ich davon was wusste. Ich weiß aber, dass man als Elternteil, wenn dein Kind in ein Heim geht, hast du eine Entscheidung mitzutreffen, in welches Heim und wo. Klar. Das hat mir das Jugendamt... Ja, das hat, du warst jetzt in dem Moment überrascht, letztendlich. Du warst auf diese Konstellation nicht vorbereitet. Nein, genau. Okay. War das beim Jugendamt dann eine Bearbeiterin oder waren das mehrere? Das Was war, du nachvollziehen kannst. Das war eine Sachbearbeiterin und der ihre Gruppenleiterin hat sich dann aber mit eingemischt. Genau. Okay. Okay, jetzt sind wir dann irgendwann im Mai. Das heißt, genau. Also es sind schon 3 Monate vorbei, wo du deine Kinder nur sehr, sehr sporadisch sehen konntest, obwohl du eigentlich viel Zeit für deine Kinder hättest haben können. Ja, genau. Okay, wie ging dann die Gerichtsverhandlung weiter? Die Gerichtsverhandlung war dann so, also ich habe ja dann das Ganze angestrebt, habe dann auch nicht unterschrieben. Mein Anwalt hat dann die ganzen Stellungnahmen bekommen vom Jugendamt, hat mich dann wieder angerufen und sagt, das ist nicht denen ihr Ernst. Dann sage ich, ich habe sie noch nicht gelesen, schick sie mir mal bitte. Er hat sie mir dann geschickt, die Stellungnahme. Ich habe dann auch gleichzeitig einen Brief im Postkasten gehabt vom Verfahrensbeistand für meine Kinder, der fragen sollte und mit mir halt einfach Kontakt, den habe ich dann gleich angerufen, habe mit dem einen Termin ausgemacht, dass er auch bei mir zu Hause vorbeischaut. Mein Anwalt ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr, wie soll ich sagen, angefressen gewesen vom Jugendamt, was die da abziehen wollten. Dann kam der Verfahrensbeistand und hat dann mit meinen Kindern geredet. Der war dann auch mal da. Also wir haben dann einen Termin bei uns zu Hause gemacht. Da kam dann der Verfahrensbeistand auch, er hat dann mit den Kindern nochmal geredet. Er hat dann auch gesehen, wie ich mit den Kindern umgehe, wie das Ganze so abläuft bei uns zu Hause. Und die Kinder haben zum Verfahrensbeistand gesagt auch, wir wollen wieder zurück zur Mama. Genau, der hat seine Stellungnahme abgegeben, hat beim Jugendamt, wollte er noch mehrere Sachen haben, die hat er nicht bekommen. Und dann kam es eben zu dieser Gerichtsverhandlung. Okay. Genau. Zu dieser Gerichtsverhandlung war auch die Pflegemutter mit eingeladen. Das hat der Verfahrensbeistand gemacht, weil er hat mich gefragt, ob er das machen darf. Sag ich gerne. Er hat das dem Richter mitgeteilt. Der Richter hat die Einladung an die Pflegemutter geschrieben. Und das Jugendamt ist auch gekommen. Das Jugendamt kam sogar an diesem Tag, kamen sie zu dritt und eine Viertelstunde zu spät. Bei dem ersten Gerichtstermin. Okay. Genau. Und der Richter hat sich gleich hingestellt. Die Pflegemutter war auch dabei oder war die nicht dabei? Die Pflegemutter war auch dabei. Okay, gekommen. Die ist auch gekommen, ja, genau. Und der Richter hat das Ganze eröffnet, hat das Jugendamt angeguckt und hat gesagt, also ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, aber ich sehe keinen Grund, der Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu entziehen, genauso wie das Sorgerecht. Genau. Der Verfahrensbeistand hat dann geredet an dem Tag. Ich habe was geredet, die vom Jugendamt hat geredet und mein Anwalt. Mein Anwalt war stinkig und also er hat da schon auch seinen Standpunkt vertreten. Weil zu diesem Zeitpunkt ist mir ja dieser sexuelle Übergriff an meiner Tochter vorgeworfen worden. Die haben dann versucht,
sich rauszureden, dass es ja gar nicht so ist und dass ich mir das ja nur ausdenke. Und dann hat auch der Anwalt hat dann gesagt, also ich habe eure Stellungnahme gelesen, da steht es drinnen. Jetzt möchte ich bitte wissen, wie ihr darauf kommt. Ich möchte klare Punkte haben. Die sind dann aber ganz schnell abgeswitcht. Also hier hat das Jugendamt eigentlich den Missbrauch mit dem Missbrauch gespielt. Ja, genau. Wow. Ja, okay. Also das ist jetzt mal nur so ein Punkt, was die einfach... Ja, also ich habe schon ja im Vorgespräch von dir erfahren, das ist ja hier... auf ganz, ganz vielen Ebenen kann man ganz, ganz viel letztlich berichten, was schräg und komisch gelaufen ist. Ja. Ne? Okay. Nach der Gerichtsverhandlung, wie ging es da weiter? Nach der Gerichtsverhandlung, also wie gesagt... Also der Richter hat gesagt, er will hier nicht in Sorgerecht eingreifen. Genau. Und... auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, die Kinder waren da in dem Moment noch nicht bei dir. Nein, die waren noch bei der Pflegefamilie. Das war dann schon im Juni, genau, das war dann schon im Juni, wie das Ganze dann so richtig. Das Jugendamt ist dann an diesem besagten Gerichtstermin eben, da sie gemerkt haben, sie kommen an mich nicht dran, haben sie dann umgeswitcht auf die Pflegefamilie und haben dann gemeint, naja, die sind überfordert, die können das Ganze gar nicht und den Kindern geht es so schlecht da drinnen und tralala und pipapo. Haben das Ganze aber auch nicht begründet, wieso, weshalb, warum. Sie wollten ein Erziehungsgutachten eigentlich von mir. Der Richter hat dann gesagt, okay, gut, also wenn ihr euch jetzt hier so hinstellt und sagt, na, die Pflegefamilie ist aber die Schuldigen, sagt er, dann gibt es jetzt ein Erziehungsgutachten für die Pflegemutter, ob die überhaupt fähig ist, Pflegekinder zu nehmen. Okay. Müsste ja das Jugendamt schon mal geprüft haben. Eigentlich ja. Also ich war der Meinung, dass man eigentlich eine Pflegefamilie im Vorhinein prüft, bevor sie überhaupt die Bestätigung bekommen, dass sie Pflegeeltern sind oder eine Pflegefamilie was da schiefgelaufen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Pflegemutter, die hat 91 einen Burnout gehabt und seitdem beruft die sich darauf. Okay. Genau. Sichtlich überfordert, extrem. Ja, hat natürlich auch ihre Wut an meinen Kindern rausgelassen. Das habe ich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren, dass wenn ich eher gewusst hätte, hätte ich viel eher eingegriffen. Ja gut, aber es drohte ja immer, dass das Jugendamt dann sagt, wenn du da hingreifst, dann machen wir wieder sofort eine entsprechende Aktion. Also das ist ja immer sowohl explizit als auch letztendlich schwelend immer im Raum gestanden. Genau. Ich habe natürlich auch meinen Kindern zuliebe einfach die Füße ein bisschen stiller gehalten. Also ich hätte natürlich anmarschieren können und sagen können, so, Schluss, aus, fertig, ihr kommt sofort mit, weil Sorgerecht bei mir ja liegt. Aber ich wollte mir da selber keine Steine in den Weg legen. Ich wollte auch keinem Jugendamt eine Vorlage geben, damit die dann kommen und sagen, ach, gucken Sie mal, die Mutter, die ist hochaggressiv, die kann gar keine Kinder großziehen. Da liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, 8a und weg mit den Kindern ab ins Heim, da wo wir sie sowieso schon hinhaben wollen. Genau. Die haben mir ja auch Kindeswohlgefährdung vorgeworfen, aber diese Kindeswohlgefährdung lag nicht bei mir, sondern in der Pflegefamilie. Okay, was ist da noch bekannt geworden? Also über die Pflegemutter ist dann ein Gutachten erstellt worden. Ist es dann auch zu Ende geführt worden oder ist es dann irgendwann zwischendrin schon zum Abbruch gekommen? Nee, das war dann, also wie gesagt, man hat dann gesagt, man macht ein Gutachten, eben ein Erziehungsgutachten, ich brauche das nicht. Bei mir hat sich dann die Gutachterin aber trotzdem gemeldet. Die hat dann auch ganz schnell mit mir geredet und hat gesagt, also selbst die Gutachterin ist mit dem Ganzen nicht mitgestiegen, weil sie gesagt hat, naja, das Recht liegt doch bei Ihnen. Warum sehen Sie Ihre Kinder
bist jetzt immer nur noch 2 Stunden. Und dann sage ich, die hat dann aber da ganz schnell Druck gemacht und hat gesagt, nee, so funktioniert das nicht. 4 Stunden am Anfang. Sie war dann in den 4 Stunden auch bei uns, war mit den Kindern hier, hat das Ganze gesehen, wie wir das machen, gegessen, gespielt, und hat dann auch gesagt, so, und jetzt das kommende Wochenende von Samstag auf Sonntag, zuerst die Kinder, Sonntag wieder zurück, die Woche drauf, dann Freitag bis Sonntag. Also da war dann die Gutachterin, die hat da richtig Feuer gemacht, muss ich auch sagen, die war top, genauso wie der Verfahrensbeistand. Die sind aber auch manchmal da gesessen und haben an sich selber irgendwie, glaube ich, ein bisschen gezweifelt, weil sie gesagt haben, blicke ich nicht mehr durch. Warum? Was geht hier das ab? Jugendamt, das Jugendamt sträubt sich, erzählt Geschichten, schmeißt Sachen in den Raum, die sie gar nicht begründen können, die gar nicht vorliegen, die niemand beobachten kann. Man ist, obwohl Kindeswillen ist ja eigentlich immer, wird ganz groß geschrieben. Also man sagt immer, das Kind, wenn es sagt, wir wollen da nicht mehr hin, dann wird das auch gehört einfach. Ja, zumindest muss man sich dann im nächsten Schritt mal Gedanken machen, wie relevant ist der Kindeswille in dieser Entscheidung. Kindeswille hat dafür gesprochen, aber für dich war eigentlich die Art und Weise, wie Jugendamt hier aggressiv reingegrätscht ist, da mal mit Missbrauchsvorwürfen, immer der Begriff Kindeswohlgefährdung in den Stellungnahmen, das hat dich natürlich zutiefst verunsichert, dass du jetzt gesagt hast, sobald ich da jetzt hier aggressiver reinpresche, habe ich sofort die Konsequenzen des Jugendamtes zu tragen. Deswegen warst du entsprechend, ich nenne es jetzt mal, zurückhaltend. Ja, ja? Der Verfahrensbeistand hat es nicht verstanden, die Gutachterin hat es nicht verstanden. Okay, wie ging es weiter? Was sind wir jetzt eigentlich im Zeitablauf? Wann ist das Gutachten denn fertiggestellt worden? Das Gutachten, also ich habe dann noch freiwilligen Erziehungsgutachten gemacht. Es waren ja dann Sommerferien, das hat sich dann alles ein bisschen gezogen mit dem Gericht und so. Die Gutachterin hat dann mit dem Richter wieder telefoniert und hat dann gemeint, naja, sie könnte im Verfahren mit dabei bleiben, wenn ich mich dazu freiwillig bereit erkläre. Also sie hat mich gefragt, ob ich mich bereit erkläre, ein Erziehungsgutachten zu machen. Nicht, weil sie irgendwelche Befürchtungen hat, sondern einfach nur, dass wenn das Jugendamt wiederkommt und sagt, naja, aber da ist hier irgendwas, das kann ja alles nicht so gut sein. Und man wusste ja nicht, was kommt als nächstes von denen. Das heißt also, das hat schon die Gutachterin auch gefühlt und dann auch hier dem Richter eine Möglichkeit gegeben, nicht allein dem Jugendamt ausgeliefert zu sein. Genau. Ich habe dann mich mit meinem Anwalt noch mal kurz geschlossen, habe dann gesagt, also ich würde das machen, aber ich möchte seine Meinung dazu hören, nicht, dass ich mir damit selber das Messer in den Rücken ramme. Er hat dann auch gesagt, nee, mach das, du kannst es freiwillig machen. Ist dann auch gemacht worden. Also ich habe freiwillig dieses Erziehungsgutachten mitgemacht, damit die Gutachterin in diesem ganzen Verfahren bezüglich Rückführung der Kinder, dass die Kinder auch wieder das Ganze, ja, wie soll ich sagen, also die Kinder eben wieder zurückkommen. Ja, die kann es begleiten. Die ist dann sozusagen verfahrensbeteiligt in dem Ganzen. Genau, die waren verfahrensbeteiligt. Mhm. Genau. Hat das dann auch gemacht. Und die hat es dann auch alles in die Wege geleitet. Die war auch auf meiner Seite. Hat auch gleich gesagt, also so geht das nicht. Die Kinder müssen zurück zur Mama. Sie möchte, man hat dann, am Anfang wollte man dann aber ein Datum haben, wann, wie, wo. Und dann hat sie aber gesagt, sie kann kein Datum sagen. Das liegt an den Kindern. Mhm. Also die Kinder haben die Chance, man weiß es ja nicht. Die Kinder werden sagen, nee, ich möchte jetzt aber noch das halbe Jahr in der alten Schule bleiben. Dann muss man das akzeptieren. Wenn die Kinder aber sagen, sie wollen jetzt zurück, dann muss man das auch akzeptieren. Somit hat sie gesagt, also sie legt da gar kein Datum fest. Dann war der Gerichtsladung, also es kam dann die Gerichtsladung,
für den 27. Oktober. Okay, also das heißt also, wir sind jetzt im Ende Oktober, nachdem eigentlich hier der Februar schon die Möglichkeit gewesen wäre, 8 Monate ohne Not hat man hier sozusagen bei dir, dich von deinen Kindern die wesentliche Zeit weggehalten. Ja, genau. Mhm. Ich habe ja während der, also zwischen der ersten Gerichtsverhandlung und der zweiten Gerichtsverhandlung, musste ich ja um meine Kinder betteln. Bei der Pflegefamilie, der Verfahrensbeistand hat damals gesagt, ich soll die Umgänge weiterhin begleiten, ich soll meine Kinder sehen, ich soll das Ganze auch erhöhen. Daraufhin hat sich aber die Pflegemutter nie eingelassen, also sie wollte diese 2 Stunden und das hat auch gereicht und mehr wollte sie einfach gar nicht. Ich habe das aber trotzdem, weil ich wusste, es kommt noch eine Gerichtsverhandlung, des Friedens willen einfach, habe ich mich da zurückgehalten, obwohl ich oft kurz vorm Platzen war. Und dann kam ja die Gutachterin, das war dann schon Ende August, Anfang September, war dann die Gutachterin schon aktiv. Wir haben dann auch, also sie hat dann auch mit dem Richter wieder telefoniert, dass der die Gerichtsverhandlung sofort vorverlegt, dass man da jetzt einfach zügig durchkommt, weil das einfach auch Belastung für Kinder war und auch für mich. Mhm. Und ich habe dann meine Kinder immer sonntags zurückgefahren, also die waren dann übers Wochenende ja da, von Freitag Nachmittag nach der Schule bis Sonntagabend. Meine also Kinder schon jede Woche, jedes Wochenende, nicht nur alle 14 Tage. Genau, jedes Wochenende. Und Sonntag, wie es dann geheißen hat, so jetzt hat, wir haben noch 3 Stunden, wir müssen uns so langsam mal fertig machen. Wir gehen aber noch spazieren, wir machen nur hier, was wollt ihr noch essen? Aber trotzdem Sachen zusammenpacken, damit das alles schon mal griffbereit ist, wenn wir dann los müssen. Da hat dann meine Kleine schon angefangen, nein, und ich will nicht. Also es war Gezetere und Geschreie und Geweine hoch 3. Ich habe mir dann schon immer meine Gedanken gemacht, was ist los? Ich habe auch gefragt, was ist los? Erzählt mir das bitte. Es hat aber keiner mit der Sprache rausgerückt. Ich habe dann die Kinder zurückgebracht, weil ich musste ja, oder beziehungsweise ich habe zurückfahren müssen, hätte ich nicht. Ich hätte auch da lassen können, bei mir. Aber ich habe sie trotzdem zurückgebracht, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu und ich will keinen Fehltritt machen, den man mir danach einfach vorwirft. Ich in dem Moment einfach alles verliere. Ja, es standen ja schon die Missbrauchsvorwürfe im Raum und Kindeswohlgefährdung und die drohende Keule. Ja, genau. Das war dann diese Prozedur war wöchentlich die gleiche, immer sonntags. Ich war dann wieder mit unterwegs mit den Kindern und ich hatte aber jedes Mal, war ein guter Freund von mir da, der war in der Zeit mit dabei. Der hat mich viel unterstützt, der hat mich auch viel zurückgenommen, wenn ich kurz vorm Ausrasten war. Also ich habe wieder irgendwas erfahren vom Jugendamt, habe dann auch geschrieben, habe ihn auch angerufen und der hat mich dann auch immer wieder runtergefahren und hat gesagt, hey, mach nicht das, die provozieren dich, damit du da einmarschieren tust und der wahrscheinlich eine knallst. Sagte, die warten darauf, dass du das machst. Also die provozieren dich so lange, dass du da reagierst. Der war dann auch wieder mit mir unterwegs. Und ich sage zu ihm, sage ich, fahr rechts ran, sage ich, wir müssen anhalten, meine Kleine, die hat das Weinen angefangen. Und, nein, ich kann nicht mehr da zurück, ich will da nicht mehr zurück, bitte, bitte, lass mich da nicht mehr hin. Ich habe sie dann rausgenommen. Ich sage, was ist los? Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Sag mir, was los ist. Das war ein Sonntagabend um 6. Dann kam sie nur und meint, mir tut der Po jetzt schon wieder weh. Wow. Ja. Die wird geschlagen. Ja. Die Vermutung hatte ich ja die ganze Zeit, aber ich hatte keine Beweise. Wenn man mit mir nicht redet, ich kann niemandem etwas unterstellen, was ich nicht sicher weiß.
Weil keine Kinder führen sich so auf, wenn sie wohin zurück müssen, wenn nichts passiert ist. Ich habe dann mit meinem Großen geredet. Mein Großer sagt, ja, Mama, die bekommt schon öfter eine auf den Arsch wie ich. Ich habe dann gemeint so, ja, wie auf dem Arsch? Und da sagt er, naja, die schmeißt auch mit Schuhen hinter uns oder mir hat das letzte Mal die Zahnbürste in den Mund rein geschoben. Das hat wehgetan, er hatte dann auch Zahnfleischbluten. Aber seine kleine Schwester kriegt es einfach öfter ab wie er. Ich habe dann versucht, einen Verfahrensbeistand anzurufen am Sonntagabend. Ich habe meinen Anwalt leider nicht erreicht, sondern nur meinen Strafverteidiger. Der hat dann zu mir gemeint, ich soll das sofort der Polizei melden, genauso wie im Jugendamt. Ich habe dann zu ihm gemeint, sage ich, tut mir leid, aber das Jugendamt rufe ich nicht an, weil die glauben mir sowieso kein Wort. Die stellen ja mich immer als den Buhmann hin. Ich habe dann meinen Kindern, also zu meinen Kindern gesagt, ich habe sie zurückgelassen, also ich habe sie wieder dorthin gebracht. Habe ihnen dann auch gesagt, dass ich, sobald ich etwas weiß, ich mich darum kümmern werde. Und die wussten auch, dass am Mittwoch dann die Gerichtsverhandlung ist. Und ich habe auch zu ihnen gesagt, ich weiß, wie es ausgeht. Also für mich war das einfach als Mama, ich wusste, wie es ausgeht für mich. Und ich habe viel gehofft für mich, dass es genau so ist, wie ich mir das vorstelle, dass ich meine Kinder einfach wiederhole. Ich habe dann gesagt, sobald die Gerichtsverhandlung fertig ist, und der Richter sagt, ich kann euch holen und es ist alles genauso, wie es ist, die Kinder kommen zurück, sage ich, verspreche euch, ich hole euch am gleichen Tag. Das war mein großes Versprechen an den Kinder. Sie haben sich dann auch wieder beruhigt, haben dann gesagt, okay, gut, sage ich, kommt, das sind 3 Nächte, es geht alles gut. 3 Nächte, das kriegen wir rum. Bin dann natürlich im Auto, ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe Mord und, also ich habe richtig getobt. Mein Freund hat dann auch gemeint, sagt er, also jetzt komm wieder runter, sagt er, du musst jetzt einen kühlen Kopf bewahren, so leid es mir tut. Ich war auch für mich, ich war ganz froh, dass er dabei war, weil, gebe ich ganz ehrlich zu, ich glaube, ich hätte Pflegemutter. Ich hätte ihr was getan, allein weil ich das erfahren habe. Ich hätte ihr etwas getan. Ich habe dann mit der Gutachterin telefoniert. Die habe ich dann am Sonntagabend noch angerufen um 8:30. Beziehungsweise die hat mich zurückgerufen. Dann sagt sie, was ist los? Dann habe ich ihr das Ganze geschildert. Dann sagt sie, okay, gut. Sie fährt morgen sofort zu den Kindern in die Schule. Sie redet mit ihnen. Dann sage ich, in Ordnung. Sagte, wir bekommen das hin. Sagte, ich soll nur einfach ein bisschen ruhiger bleiben, weil es gibt natürlich auch Kinder, die dann so kurz vorm Ende einfach noch ein bisschen traumatisieren, also dramatisieren und sagen, naja, wir werden aber, und dabei ist es gar nicht so schlimm. Sie möchte, bevor ich irgendetwas tue, alleine mit den Kindern reden. Sage ich, okay, in Ordnung. Am anderen Tag in der Früh habe ich dann meinen Anwalt sofort angerufen. Ich habe den auch gleich erreicht. Ich habe ihm in der Nacht noch eine E-Mail geschrieben und dann am anderen Tag morgens gleich angerufen. Habe ihm das Ganze gesagt. Der hat gesagt, ist in Ordnung. Ich nehme das sofort zur Kenntnis. Er wird alles andere in die Wege leiten. Er telefoniert mit dem Richter. Ich habe dann mit dem Verfahrensbeistand auch nochmal telefoniert, weil den habe ich ja am Sonntagabend angerufen, aber eben nicht erreicht. Und der hat mich dann auch morgens, nachdem der Anwalt mit mir telefoniert hat, habe ich dann auch im Verfahrensbeistand eben telefoniert. Der hat dann gesagt, sagt er, ich bin jetzt dann im Gericht drinnen, er geht sofort zum Richter, er redet mit ihm, sagt er, aber Frau Hartl, am besten wäre es, Ihre Kinder sofort rausholen. Das ist Gefahr im Vollzug, sofort. Sagt er, wird Ihnen auch nicht falsch ausgelegt bei der Gerichtsverhandlung oder sonst irgendwas und ich soll das Ganze im Jugendamt melden. Ich habe das dann auch der guten Frau Christuns Wer gemeldet ist die beim Dame Christsons? Christuns. Genau, mittlerweile heißt sie Frau Braun.
Okay. Florentinus Christus. Okay. Hab das ja dann auch alles erzählt, beziehungsweise, Entschuldigung, das war nicht die Frau Christus, weil die war zu diesem Zeitpunkt gar nicht da, sondern der ihre Vorgesetzte, die Frau Kopp, die ja auch schon bei der ersten Gerichtsverhandlung mit war. Und die hat dann gemeint, ja, das, sie hat das zur Kenntnis genommen und alles gut. Ja. Ich hatte dann um 14 Uhr mit meinem Sohnemann eigentlich einen Augenarzttermin. Ich war dann auch auf dem Weg nach Friedberg wieder. Hab dann währenddessen den Anruf bekommen, dass der Verfahrensbeistand mit dem Richter gerade geredet hat. Der Richter auch gesagt hat, ich soll da jetzt meine Kinder rausholen. Das Recht liegt auf meiner Seite. Mir wird es auch nicht ausgelegt auf die Gerichtsverhandlung, also negativ ausgelegt, sondern eher positiv, da ich da jetzt reagiert habe auf das Ganze und es auch rausbekommen habe. Ich bin dann los und habe meine Kinder von der Schule geholt. Bin zuerst zur Pflegemutter. Die wusste von dem Ganzen gar nichts. Also sie wusste nicht, warum ich meine Kinder jetzt hole. Sondern ich habe nur zu ihr gemeint, gib mir bitte die versicherten Karten. Ich nehme jetzt meine Kinder mit und die Sache hat sich erledigt. Sie hat dann noch gemeint, nee, das kannst du nicht einfach so machen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, so, wenn du mir das nicht glaubst, ich kann. Das habe ich dir schon mehrmals gesagt, dass es in meiner Hand liegt eigentlich. Ich habe Sorgerecht. Ich habe da ein Wort mitzureden. Ich kann auch meine Kinder holen, wenn dir irgendetwas nicht passt, dann nehme ich sie sofort. Habe dann auch zu ihr gesagt, sie soll mit dem Verfahrensbeistand telefonieren, der weiß Bescheid. In Ordnung. Sie hat dann mit ihm telefoniert, weil ich habe ihn angerufen. Dann hat er mich zurückgerufen, sagt er, was ist los? Dann sage ich, naja, die Pflegemutter steht da, die glaubt mir das nicht. Und sagt er redet mit ihr. Hat dann auch zu ihr gesagt, also, dass ich jetzt meine Kinder mitnehme, weil ich Sorgerecht habe, das liegt auf meiner Seite und das passt auch so. Bin dann in die Schule, habe meine Kinder mitgenommen und die Gutachterin war aber da noch da, hat da mit meinen Kindern geredet und hat dann auch gemeint, naja, war vielleicht jetzt nicht gerade ganz in Ordnung, dass ich sofort gleich komme. Sie hätte schon gerne das Gespräch zu Ende geführt, das konnte sie dann aber auch noch zu Ende führen. Ich habe dann auch die Kinder von der Schule abgemeldet und habe dann auch gesagt, ihr kommt jetzt mit heim, jetzt fahren wir erstmal runter. Danach waren sowieso dann Ferien. Genau, die Woche drauf waren Ferien. Ja, genau, Herbstferien, ja. Herbstferien, genau. Hab dann auch mit dem Verfahrensbeistand nochmal gesagt, also ich brauche mir da jetzt gar keine Gedanken machen, die Kinder sollen runterkommen, die sollen jetzt langsam runterfahren. An Schule brauche ich jetzt gar nicht mehr denken, sagt er, weil die 3 Tage reißt es nicht mehr raus, danach sind sowieso Ferien. Ich soll sie krank melden, das habe ich auch gemacht. Und dann war der Gerichtstermin. Und die Pflegemutter wusste bis dato immer noch nicht, warum ich die Kinder jetzt sofort geholt habe. Okay. Genau. Dann war am Mittwoch der Gerichtstermin. Das Jugendamt kam wieder zu spät. Es war dann der 28. Mhm. 28. Oktober. 25. war Montag, 27. Entschuldigung. Okay. Genau. Egal. 27., 28. Oktober. Mhm. Es war auf jeden Fall ein Mittwoch. Das Jugendamt kam wieder zu spät. Waren alle da, Gutachter war da, Verfahrensbeistand war da, mein Anwalt, die Pflegefamilie, ich und der Richter saßen alle schon da, bis das Jugendamt angetanzt ist. Das erste Wort vom Jugendamt, was mir eigentlich einfällt, warum ich meine Kinder da rausnehme. Dann wurden sie vom Richter gleich wieder ausgebremst, haben dann eine auf den Deckel bekommen, so wie bei der ersten Gerichtsverhandlung. Man hat dann auch, also die Gutachterin hat dann geredet, der Verfahrensbeistand hat geredet. Die Gutachterin hat es auch gesagt, dass sie mit den Kindern geredet hat, dass sie Schläge bekommen haben. In welchem Ausmaß, das weiß niemand. Das kann sie auch nicht nachvollziehen. Da muss man einfach psychologisch dann das Ganze betreuen. Mhm. Genau. Und dass man eben aber der Meinung ist,
dass da, wo die Kinder jetzt sind, das auch in Ordnung ist. Also der Verfahrensbeistand hat dann auch nochmal geredet und hat auch gesagt, also die Kinder sollen da bleiben, wo sie sind. Die gehören zur Mama, die wollten immer zur Mama. Ja, und das Jugendamt hat dann einfach nur noch gemeint, ja, sie möchten aber eine ambulante Hilfe einrichten. Okay, das heißt also, Jugendamt hat diese Entscheidung in der Form nicht akzeptiert, im Sinn von, jetzt sind die Kinder mal einfach mal ohne Eingriffsmöglichkeit bei der Mutter, sondern haben nochmal quasi einen draufgelegt. Genau, die haben noch immer nicht, die wollten einfach da immer noch Hand drüber haben über das Ganze. Ich habe mich dann mit dem Anwalt kurz beredet. Der Anwalt hat gemeint, sagt er, des Friedens willen machen wir das, damit dann einfach mal Ruhe ist. Sag ich, okay, gut. Sagt er, da kommen wir jetzt aber auch im Gericht ein bisschen entgegen, dass man sagt, okay, gut, wir gehen diesen Deal mit ein. Ich mache diese sozialpädagogische Familienhilfe. Das Jugendamt, also man hat sich dann darauf geeinigt, ich mache das freiwillig, ist auch so festgehalten worden. Beziehungsweise steht noch nicht einmal im Gerichtsurteil drinnen von diesem Sozialamt. Aber du hast dich in dem Moment der Forderung des Jugendamts nochmal unterworfen. Genau, ich habe dann einfach gesagt, okay, gut, des Friedens willen, mach mal das. Genau, der Sozialpädagoge von Glückskind in Augsburg, der Herr Beck, der hat sich dann bei mir gemeldet. Also das ist auch dann vom Jugendamt bestimmt worden. Genau, das ist dann vom Jugendamt. Das heißt also, da hattest du keinen Einfluss drauf? Nein, hatte ich nicht. Okay. Ich habe dann, also der für die sozialpädagogische Familienhilfe, das war ein anderer Sachbearbeiter, aber die Sachbearbeiterin von der Pflegefamilie, also die wo die ganze Zeit eigentlich zuständig war, die hat trotzdem da weiter ihre Finger mit im Spiel gehabt. Ich habe mich dann das Jugendamt hat mich dann angerufen, der neue Sachbearbeiter oder beziehungsweise für diese Fälle eben, der hat mich dann angerufen und hat mich um ein Gespräch gebeten mit diesem Mann von Glückskind, mit dem Herrn Beck. Ich habe dann den Herrn Beck kennengelernt im Jugendamt. Das war ganz, ganz schnell das Gespräch. Ich konnte mir den ansehen und es hat geheißen, naja, ich kann es mir raussuchen, aber der war jetzt eben ganz schnell zur Verfügung. Ich habe dann mit ihm auch ausgemacht, wir treffen uns erst einmal bei mir zu Hause, er kommt dann mal vorbei, wir machen mal ein Gespräch ohne Jugendamt, einfach frei, damit jeder so reden kann, wie er das kann. Der kam dann gleich eine Woche später, hat mit mir geredet, ich habe dann zu ihm gemeint, sage ich, bevor wir jetzt weiterreden, Sie lesen sich das jetzt am besten erstmal alles durch, die Stellungnahme vom Jugendamt. Der war eher ganz erstaunt, wie er gekommen ist. Er hat damit gerechnet, dass ich in einem Hochhaus lebe, dass extreme Zustände bei uns zu Hause sind. Und er war dann ganz erschüttert, dass er aufs Land kommt, in ein Einfamilienhaus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat, mit Garten, sehr ruhig gelegen und es zu Hause sauber ist. Also der war sehr erstaunt, dass es so picobello zu Hause ist. Ich habe nicht geputzt, weil der kommt, sondern bei mir ist es immer so sauber zu Hause, obwohl wir auch Tiere haben. Aber bei uns ist das einfach Standard. Genau. Ich habe dann mit ihm geredet, der war 1,5 Stunden war er da. Da waren die Kinder nicht da zu diesem Zeitpunkt, die waren in der Schule. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, also bevor wir weiterreden, er soll sich doch am besten einfach mal alles durchlesen, weil bevor ich ihm etwas erzähle, er wird es mir nicht glauben. Also das ist auch heute noch so Stand der Dinge, wo ich mir einfach denke, es gibt Leute, die hatten noch nie Probleme mit dem Jugendamt und auch Außenstehende, da wenn ich was sage, die zeigen mir einen Vogel und sagen, komm bitte, lüg mich nicht an. Glaubt ihr das nicht? Deswegen habe ich mich da hingesetzt und habe zu ihm gesagt, so, hier haben Sie alle Unterlagen, lesen Sie sich das durch und dann reden wir weiter. Das haben wir dann auch, der war ganz erschüttert. Er hat dann auch zu mir gesagt, er möchte jetzt dann einmal kommen, wenn die Kinder da sind. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, das ist in Ordnung.
Wir haben dann auch gesagt, jetzt, er muss sowieso nach 3 Monaten ein Bericht schreiben, wie das Ganze verläuft und seine Einschätzung, also so ein Zwischenbericht. Angesetzt war vom Jugendamt das Ganze für ein Jahr wöchentlich 8 Stunden. Also das heißt, das Jugendamt hat auf schon aus dem Oktober, November heraus festgelegt, ein Jahr lang jeden Tag oder einen Tag die Woche Vollzeit, 8 Stunden, werden hier, ich sage jetzt mal, Ressourcen genehmigt, um die Jasmin mit den Kindern zu unterstützen im positiven Sinn, beziehungsweise zu überwachen, wenn man bös die ganze Sache formuliert. Also das ist natürlich schon auch eine Dimension. Wie hat dann dieser Sozialpädagoge auf das Thema reagiert? War das für ihn selbstverständlich? Nein. Der war dann da und hat mit mir, der ist gerade gekommen, als die Kinder Hausaufgaben gemacht haben. Die kamen gerade von der Schule, haben gegessen gehabt. Er kam dann zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade angefangen haben, Hausaufgaben zu machen. Hat das dann auch gesehen, wie ich mit den Kindern Hausaufgaben mache. Er hat selber eine Tochter in der 2. Klasse. Ich sage da wirklich, also das, was ich da geleistet habe, ist top. Ich bin in der Zwischenzeit auch dann zur Elternklassensprecherin gewählt worden, bei meinem Sohn mit in der Klasse. Die Kinder sind natürlich wieder voll integriert, das fand er auch ganz toll. Und er hat das auch gesehen, dass es, obwohl nach der Schule ist es immer mal so, ich habe gar keine Lust mehr und ich will nicht mehr und ich kann das nicht. Und Kinder probieren einfach ihre Spielchen und ich sage, okay, gut, beruhig dich einfach mal, komm mal ein bisschen runter, geh mal aufs Klo oder geh mal raus oder geh mal auf dein Zimmer 10 Minuten, beruhig dich wieder und dann machen wir weiter. Und mein Sohnemann hat natürlich versucht, bei mir Spielchen zu spielen, damit ist er aber nicht durchgekommen. Also ich konnte an ihm das konsequent zeigen, auch meiner Tochter, ohne dass ich da schreien muss oder handgreiflich werden muss, was ich auch nie gemacht habe. Genau, der hat das dann Ganze mitverfolgt, war dann insgesamt, war er 4 oder 5 Mal da bei uns und hat dann auch gesagt, also ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll. Ich habe das Haar in der Suppe gesucht, ich finde keines. Ich weiß nicht, was er machen soll. Er hat dann seinen Abschlussbericht geschrieben, hat dann auch gesagt, dass es unnötig ist, da weiterzumachen. Also er hätte noch die Chance gehabt, 8, 9 Monate weiterzuarbeiten mit entsprechendem Stundenbudget, hat aber dann nach 3 Monaten gesagt, ist überhaupt nicht notwendig. Genau. Also er hätte die Chance gehabt, das Ganze rauszuziehen, ja. Hat er aber nicht. Und das heißt also, jetzt gibt es hier die Aufhebung des Bewilligungsbescheides und sämtliche Themen, die dich jetzt irgendwo noch mit dem Jugendamt konfrontieren, sind eigentlich nicht mehr vorhanden. Nein. Das heißt, da bist du komplett durch, hast sozusagen ein Stück weit zumindest mal deinen Schlussstrich gezogen, dass du hier natürlich nochmal in den nächsten Monaten auch das eine oder andere nochmal betrachten wirst, was in der Vergangenheit passiert ist und warum das passiert ist. Ist für mich naheliegend, das war ja auch ein Stück weit die Motivation für dich, zu sagen, so war's und damit gehe ich auch hier an die Öffentlichkeit, damit gehst du an Freifam. Wir sind ja auch irgendwo seit Oktober auch im regelmäßigen Kontakt. Letztendlich, diese letzte Phase, da habe ich ja auch noch ein Stück weit dich in dem Zusammenhang mit begleitet. Genau. Ja, was ist jetzt an der Stelle, ich sage jetzt mal, rückblickend für dich das Fazit? Das Fazit für mich ist rückblickend, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss vom Jugendamt. Dieses Machtspiel, man hat als Elternteil viele Rechte. Viele denken, dass man, wenn das Jugendamt sagt, naja, ihr habt ja gar nichts, das stimmt nicht. Wenn das Recht auf der elterlichen Seite liegt, dann muss man auch auf sein Recht bestehen. Na klar, es gibt natürlich andere Fälle, aber dranbleiben, hartnäckig sein und denen auch gar kein Futter in der Hinsicht geben, dass man irgendwie angreiflich ist.
Auch dieses Machtspiel, also viel, für mich ist es viel Machtspiel gewesen. Wer sitzt länger im Hebel? So kam mir das vor. Also, sie haben schon gemeint, sie sitzen da am längeren Hebel, weil sie Beamte sind oder weil sie das Jugendamt sind. Und mir glaubt man sowieso nicht. Aber ich muss sagen, das Gericht war auf meiner Seite, also auch der Richter. Ich hatte einen super Richter, der sich das gleich angehört hat und auch das Jugendamt zurechtgewiesen hat und auch gesagt hat, so funktioniert das nicht, Freunde. Genau. Und mein Fazit Letztendlich daraus. war es ja der Versuch einer echten Inobhutnahme mit Heimunterbringung und. Also da waren deine Kinder ja letztlich vorbereitet und ich habe das ja jetzt in vielen Fällen schon erlebt, wie hartnäckig das Jugendamt hier die in Anführungszeichen Kundschaft verteidigt für diese Einrichtungen. Ja, genau. Aber ich habe da, also ich habe da nicht locker lassen. Genau, und ich sage auch, ich kann da jeden ermutigen, wenn mal das Sorgerecht hat und Aufenthaltsbestimmungsrecht, kämpft dafür, wenn ihr das nicht wollt. Also ich wollte das nicht, ich wollte meine Kinder wieder bei mir haben. Kämpfen dafür und auch hartnäckig bleiben und sich da gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die versuchen, das ist auch ein reines Psychologiespiel bei denen. Ja, ich Ist meine, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, so von der Entwicklung her, im Februar kommst du mit dem Thema an, ich möchte meine Kinder wieder zurück. Sukzessive am Anfang nicht so viel, ansteigend mehr. Und du wirst letztlich auf 2 Stunden die Woche reglementiert, auf der einen Seite. Und ja, wenn man sich das anschaut, dann warst du im Mai bei Gericht, Verfahrensbeistand. War eigentlich auf deiner Seite zu diesem Zeitpunkt, aber der Richter hat sich nicht in der Lage gesehen, diese, ja, ich sag mal, massive Präsenz des Jugendamts mit 3 Leuten irgendwo so zu kontern, dass er sagt, Kind zur Mutter, Ende, sondern nein, man hat hier nochmal den Umweg gemacht und mit einem Erziehungsfähigkeitsgutachten. Wenn das vielleicht für die Pflegemutter besser ausgegangen wäre, hättest du auch wieder deine Schwierigkeiten gehabt, wenn du nicht den Draht zur Gutachterin gefunden hättest. Ja, du hast hier einen Weg zurückgelegt, der fürchterlich vermint war. Wenn da ein oder zwei Kandidaten nicht so, sag mal, viel Licht am Fahrrad gehabt hätte, sondern so gearbeitet hätte, wie man das üblicherweise erwartet, muss man leider sagen, dann wären deine Kinder jetzt in der Jugendhilfeeinrichtung. Genau, ja, werden Sie. Ja, also letztlich muss man den Beteiligten an diesem Verfahren, allen außer dem Jugendamt, eigentlich danken, wenn man sieht, wie viel Aufwand, wie viel Energie von deiner Seite notwendig war, um hier einfach, sag jetzt mal, dieses Vorgehen des Jugendamtes, diese massive Präsenz, zu neutralisieren. Das stimmt. Also, ich bin auch ehrlich, wären die Leute nicht gewesen, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Ich hätte den falschen Richter oder Richterin geraten können, die da mehr drauf geben, was das Jugendamt sagt. Bin ich aber Gott sei Dank nicht. Also der Richter, der für uns zuständig war, der war top. Auch der Verfahrensbeistand. Man hat halt gut dieses Erziehungsgutachten noch gemacht. Das war dann Mai, Juni. Also es war dann sowieso schon fast Ende des Schuljahres, wo man gesagt hat, okay, gut, dann sollten wir halt jetzt die 1,5 Monate, also die 1,5, 2 Monate bei der Pflegefamilie noch bleiben. Dass sich's dann aber natürlich ein bisschen länger gezogen hat, das hat keiner gewusst. Aber auch der Richter
war da von Anfang an, der hat ja auch das Ganze, also jeder hat das Ganze eigentlich durchschaut, was das Jugendamt da in den Raum geworfen hat. Die haben Sachen in den Raum geworfen, die sie gar nicht beweisen konnten. Ich muss ja etwas beweisen können, was ich auch sage. Und bei Gericht, wie sie dann darauf angesprochen wurden, auch von meinem Anwalt, ganz viel auch von meinem Anwalt, sind sie dann mit anderen Sachen gekommen und der Verfahrensbeistand sagt dann auch, Entschuldigung, davon habe ich noch nie etwas gehört. Sie erzählen das hier zum ersten Mal. Ich habe sie mehrmals darum gebeten, mir sämtliche Dokumente, was sie haben, Berichte oder sonst irgendwas zukommen zu lassen. Das ist nicht geschehen. Aber ihr kommt jetzt hierher und behauptet Sachen, die ihr nicht beweisen könnt und wollt Sachen von der Mutter, wo es davor keine Probleme gegeben hat. Also wäre ich nicht in Haft gewesen, hätte es niemals diese Probleme gegeben. Und die wird es auch danach nicht mehr geben. Aber ihr könnt keinen Heimplatz organisieren und die Mutter vor vollendeten Tatsachen stellen und sagen, unterschreibe oder tu es nicht, du hast eine Gerichtsverhandlung. Ich würde niemals beim Jugendamt irgendetwas unterschreiben, was ich mir nicht durchgelesen habe. Ich habe auch, das Jugendamt hat zwischendrin natürlich versucht, mit mir zu reden, auch bezüglich der Umgänge nochmal nach der ersten Gerichtsverhandlung. Die kamen dann aber mit Sachen, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, ihr hört von meinem Anwalt, verbindet euch mit dem, der macht das. Fertig aus. Da kam da aber auch gar nichts. Also, sie wollten eigentlich das, was sie verbockt haben, also sie haben Mist gebaut. Das Jugendamt hat von Anfang an Mist gebaut. Alleine das mit der Pflegefamilie, sie haben Mist gebaut. Sie hätten das nicht machen dürfen. Man darf einer psychisch kranken Frau, die an Burnout gelitten hat, die daran hin, also die immer wieder darauf zurückkommt und sagt, ich hatte einen Burnout vor 30 Jahren, der kann ich keine Pflegekinder geben. Man hat von Anfang an Mist gebaut und man wollte mir Sachen in die Schuhe schieben, die eigentlich zu jemandem anderen gehört haben. Also die Sachen, die man mir in die Schuhe schieben wollte, wie Kindeswohlgefährdung, die hat man wollte man wirklich mir in die Schuhe schieben, weil die saß ja in Haft, das ist ein Schwerverbrecher, da können wir das mal probieren. Also so ist das meine Erfahrung gewesen eigentlich. Wie gesagt, die wollten mir Sachen in die Schuhe schieben, die nicht gestimmt haben. Okay, Oder das ist jetzt. auch dieser sexuelle Übergriff, es gab nie einen und das wurde einfach so in den Raum geworfen von der Mutter, weil meine Tochter mit 8, sie ist groß für ihr Alter, sie erreicht auch langsam die Vorpubertät, wo es dann anfängt mit der Haarwuchs, und solchen Sachen. Und Naja, gut, wie auch immer. Ist jetzt mal so, wie es ist. Wie geht es heute der Klassenelternsprecherin, der Mama? gut soweit. Ich habe halt aber immer noch die Befürchtung, dass immer wieder was nachkommen könnte, mit dem ich wieder zu kämpfen habe. Sollte das passieren, dann kämpfe ich dafür natürlich auch, aber besser. Also die Last ist abgefallen, jetzt ist das Ganze eingestellt. Es gab ein Abschlussgespräch mit dem Jugendamt oder mit einem Jugendamtmitarbeiter. Es gab ein Abschlussgespräch, das Ganze ist eingestellt. Ich habe das schwarz auf weiß. Ich habe nichts zu befürchten. Das andere ist nur, wer weiß, was diesen Damen, die das Ganze eben gemacht haben, was denen wieder in den Kopf kommt. Ich weiß es nicht. Also ich rechne da trotzdem immer noch ein bisschen mit Gegenwind. Deine Kinder sind jetzt aus dieser Phase vermutlich ziemlich traumatisiert. Ja. Was machst du da? Meine Tochter macht eine Reittherapie. Okay. Nebenbei, sie geht auch zum Psychiater.
Mein Sohn, der will noch nicht so ganz. Also der macht ganz viel mit der Vertrauenslehrerin in der Schule. Ich bin auch ganz viel mit der Schule in Kontakt. Wir haben auch Kontakt zur Vertrauenslehrerin. Und der will sich den Psychiater aber noch anschauen. Also da haben wir jetzt dann auch einen Termin. Das wird gemacht. Der steckt es zwar ein bisschen anders da weg, aber meine Kleine, die ist schon extrem traumatisiert. Der Große auch. Aber die Kleine ist da einfach ein bisschen anfälliger. Genau, also die kriegt auch Intensivtherapie und wie gesagt, sie hat Reittherapie auch noch nebenbei. Alles ein Riesenaufwand. Ja. Okay, das ist sehr belastend. Also ich kannte die Historia, weil wir uns schon jetzt eine Zeit lang kennen und du das schon berichtet hast, aber es ist für mich jedes Mal immer wieder neu ergreifend. Ja. Es ist auch wieder, also auch jetzt während dem Gespräch jetzt oder auch so, wenn ich mit der Freundin darüber rede, weil also ich hatte viel Angst, wenn ein Brief vom Jugendamt im Briefkasten war, gebe ich ehrlich zu, ich hatte viel Angst, also ich war immer kurz vorm Toben. Es hat natürlich in mir auch was ausgelöst, das hat mich auch zurückgeworfen, es hat mich traumatisiert, dass ich so darum kämpfen muss für mein Recht, dass ich solche Steine in den Weg gelegt bekomme. Klar. Nichts, weil man denkt, man muss Machtspielchen spielen. Und auch jetzt ist es immer wieder, wo ich manchmal da sitze und ich fange einfach vom Nichts aus, ja, aus dem Nichts aus das Weinen an, weil mich das wirklich bewegt. Nachts schlafen, ganz schlimm. Oder dann auch so, wenn die Kinder hin und wieder mal kommen und sagen, Mama, da ist das und das passiert oder so und so. Also die erzählen einfach aus dem Nichts heraus, kommen die und erzählen dann wieder etwas. Was Ihnen da in der Pflegefamilie passiert ist. Genau, das macht mich wütend. Wütend, wo ich mir denke, wie kann man nur? Wie kann man nur? Und dann auch, da kommt keine Entschuldigung oder dass man sagt, es tut mir leid, was ich getan habe, ich war überfordert oder sonst irgendwas, sondern man sucht noch immer die Schuld bei der Mutter, die es gar nicht gegeben hat. Also man schiebt das alles auf die Mutter ab und mir tut es in der Seele weh, meine Kinder so leiden zu sehen. Und ich mach mir da auch selber meine Vorwürfe, wie dumm ich eigentlich war, wegen nichts meine Kinder so zu belasten. Also so zu traumatisieren. Ich gebe mir da ganz, ganz viel die Schuld dafür, dass ich bin dafür schuldig, Klar, dass mein aber Kind wie ergangen das wurde. Ende dann weitergegangen ist, da kannst du nichts dafür. Das hat dann jemand anders verschlimmbessert. Genau. Aber ich mache mir trotzdem meine Vorwürfe und das nimmt Ja, mich mit. das ist nachvollziehbar. Jo, dann danke ich dir für deine Zeit, dass du hier den Mut gefunden hast, das hier auch mal so öffentlich darzustellen, darzulegen. Und auch die Verantwortlichen beim Namen zu nennen. Ich lade dich ein, dass wir bei Freifam auch das eine oder andere noch in einer Artikelform veröffentlichen. Da werden wir auch wieder die Namen der jeweiligen handelnden Personen auch nennen. Denn es gehört an die Öffentlichkeit, weil ein System, das so agiert, ohne dass es hier eine entsprechenden Korrektur vorhanden ist. Das ist nicht verbesserungsfähig. Ja. Ich danke dir auch und ich danke auch Freiform dafür, dass ihr das Ganze euch angehört habt, dass ich das auch machen darf öffentlich. Mir war das auch ganz wichtig, das öffentlich zu machen, um anderen Menschen, Familien Mut zu machen, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Wünsche auch natürlich jedem alles Gute, dass es genauso ausgeht, wie er sich das Ganze vorstellt. Ja. Auf jeden Fall, danke. Jo, danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao.